Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Der Stifterverband hat im Mai dieses Jahres zusammen mit Wissenschaft im Dialog einen Webvideo-Wettbewerb gestartet. Fast Forward Science heißt der Wettbewerb, bei dem Videos zu wissenschaftlichen Themen eingereicht werden sollten. Jetzt stehen die Sieger fest und wir nehmen das mal zum Anlass, um ein kleines Resümee zu ziehen. Meine Gesprächspartnerin ist Katja Machil. Sie hat das Projekt bei unserem Partner Wissenschaft im Dialog betreut. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wer konnte sich bewerben und was war eigentlich gefragt? Vielleicht stellen Sie den Wettbewerb einmal kurz vor. Ja, der Wettbewerb richtete sich oder richtet sich auch immer noch an Nachwuchswissenschaftler, Forscher und Wissenschaftskommunikatoren. Die konnten sich auch bewerben mit Webvideos, das heißt speziell für das Internet produzierte kleine kurze Videos mit wissenschaftlichen Themen zum Kern. Die sollten nicht länger als 5 Minuten lang sein und 2013 produziert worden. Wie viele Videos sind da eingereicht worden? Aber wir sind eigentlich ganz stolz. Wir haben 90 Einreichungen bekommen und ja, für die erste Runde finden wir das echt gut. Jetzt sind ja die drei Sieger gekürt worden, in drei unterschiedlichen Kategorien, einmal Next, Pro und Kommunikation. Vielleicht können Sie dazu mal kurz was erzählen. Die Kategorien richten sich letztendlich nach dem, also die Kategorien richten sich an dem Hintergrund der Bewerber aus. Das heißt, wenn ich als Nachwuchswissenschaftler, so zum Beispiel Doktorand, ein Video produziere, würde ich in die Kategorie Next einreichen und genau, entsprechend halt Pro für Forscher und Kommunikation für Wissenschaftskommunikatoren. Wir waren ein bisschen erstaunt, was so die Verteilung der Einreichungen anbelangt. Also, es hat sich gezeigt, dass wir viel mehr Forscher, also waschechte, erfahrene Forscher brauchen, die Wissenschaftsvideos selber produzieren. Oder, ne? Weil da hatten wir, ich gucke mal nach, da hatten wir nur 13 Einreichungen in der Kategorie, während wir 48 bei der Kommunikation hatten und 29 bei der Nachwuchswissenschaft. Da ist ja dann schon ein Unterschied bei den Einreichungen zu finden. In der Kategorie Next hat ein Team aus Hannover gewonnen, der Doktorand Pablo Rosado. Mit was für einem Video hat er sich beworben? Das Video heißt The Invisible Colors of the Universe und da geht es um Gravitationswellen. Das ist ein Phänomen, was ich vorher auch nicht kannte und ist eine Technik oder beziehungsweise ein Phänomen, was man messen kann, um Farben und auch Klänge aus dem Universum sichtbar, erlebbar zu machen von der Erde aus, was man bisher so nicht konnte. Das sind Gravitationsphysiker, die dahinter stecken. Und ich finde, das ist ein grandioses Video, was so die Kombination von visuellen und musikalischen Elementen anbelangt. Also es ist einfach schön anzusehen. Bei der Kategorie Pro haben sich gestandene Wissenschaftler beworben. Diesmal geht es um ein Video, das zu Attosekunden ist. Was ist da das Besondere dran? Was hat die Jury daran überzeugt? Das Video vom Herzschlag zum Quantensprung, das beginnt mit also wie eine klassische Animation. Man sieht eine Fliege in Großaufnahme, wie sie ganz langsam ihre Flügel bewegt. Also, es scheint erstmal wie so eine Aufnahme einer Highspeed-Kamera. Was aber ganz clever und sehr gut gemacht ist, diese Aufnahme wird kombiniert mit einer maßstabsgetreuen Angabe der Zeitintervalle, in der sozusagen die Aufnahmen gemacht worden. Ja, also es geht dann hin eben bis zu den kleinsten aller Zeitintervalle, den Attosekunden, die es ermöglichen, in das Innenleben von Elektronen und Atomen reinzuschauen und zu gucken, was bewegt sich da denn eigentlich. Und diese Kombination von wirklich Zahlen und Animationen und zum Schluss die Auflösung, wo das alles gemacht wird und in welchem Labor das stattfindet, das war schon eine runde Sache auch. Also geht gut. Gut. Auch das dritte Video wollen wir natürlich nicht hinten rüberfallen lassen. Da war es die Kategorie Kommunikation. Was war so das Besondere an diesem Video-Fracking erklärt Pro und Contra? Das Besondere ist, glaube ich, da das Gesamtpaket. Da wird ein Thema eben aus Sicht oder mit Mitteln eines Informationsdesigners dargestellt, eben Hydraulic Fracturing, Fracking. Und es ist ganz clever erzählt, wie ich finde, in der Kombination von Bildern, Animationen, Grafiken, die hinzugekommen sind, die dann auftauchen und wieder ins Gesamtbild wandern.
eine ziemlich runde Sache und ich denke, dass und alle waren einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei und haben gebannt diesen inhaltlich geballten Video gefolgt. Also ich glaube, das hat einfach überzeugt. Insgesamt waren 9 Videos nominiert. Die hatten eine große Bandbreite, waren sehr unterschiedlich produziert. Gibt es einen persönlichen Favoriten von Ihnen? Also am meisten lächeln musste ich bei Kissing. Ja? Das ist ein ganz liebevoll produziertes Video in dieser Lego oder Technik, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Studentin, die das macht, benutzt Knete und formt von Mal zu Mal, von Szene zu Szene neu. Es gab ja noch viele andere Macharten der Videos. Was ist da noch so herausgestochen? Alle Finalisten, finde ich, sind sehr speziell und sehr unterschiedlich und zeigen ganz gut die Bandbreite, die wir mit in den Wissenschaftsvideos gerade jetzt im deutschsprachigen Raum zu bieten haben, scheinbar im Moment. Was mir noch besonders gut in Erinnerung geblieben ist, ist der Wissenschaftsvideocast von Lars Tischer. Der sitzt genauso wie wir an seinem Schreibtisch, hat sich Pilzkulturen auf Papier ausgedruckt, meine ich zumindest, und hält sie regelmäßig in die Kamera und referiert dabei über sein sehr ernstes Thema, wir werden alle sterben, Folge Pilze in der Spülmaschine. Trockener Humor, ganz große Klasse. Was hatten wir noch? Wir hatten ein Wissenschaftsvideo, Wissenschaftsvideo sind ja alle. Wir hatten ein Musikvideo, das wollte ich sagen. Und zwar mit mathematischen Formeln zum Thema. Die wurden da besungen. Man hat auch da gesehen, ganz speziell, aber hat allen gefallen und prämierungswürdig, wie man gesehen hat. Ne? Das hat den Jurypreis gewonnen dann, also den genau, extra. Den Spezialpreis für dieses Jahr sozusagen speziell dazu gewonnen haben. Ja. Es war ja Aufgabe der Wissenschaftler und auch Wissenschaftskommunikatoren, Wissenschaft verständlich für die Allgemeinheit in einem Webvideo darzustellen. Jetzt sieht man ja, es bleibt viel hängen. Ist es denn immer so verständlich gewesen oder sind da Ausreißer dabei gewesen, wo wir sagen würden, ach, vielleicht ist es dann doch nicht so allgemein verständlich gewesen? Wenn man sich mal die kompletten 90 Einreichungen anschaut, klar sind da Ausreißer dabei und klar sind da auch Videos, wo man denkt, okay, was war das jetzt so? Ja. Aber ich sag mal, von den Finalisten, da finde ich, die haben alle ihr Thema ganz gut rübergebracht und haben es in vielen Fällen geschafft, zu ihrem Thema eine richtige Geschichte zu erzählen. Das hat der Jury meistens sehr gut gefallen, ja. Und da ist man auch dann selber als Konsument quasi, hat dann auch, war auch bereichernd. Auch Sie haben, glaube ich, was dabei gelernt, oder? Na klar. Also ich habe mich amüsiert, dass sie waren unterhaltsam, zumindest ein Großteil von ihnen. Und ich habe was gelernt. Ich wusste vorher nicht, dass es 8 Sekunden überhaupt gibt, ja, zum Beispiel. Fracking, klar war mir ein Begriff, wie genau das funktioniert, dass, oder was da so die Pro- und Contra-Punkte sind, hatte ich noch nicht so auf einen Punkt zusammengefasst und das war das andere. Und genau, und dass es überhaupt Gravitationswellen gibt und dass unser ganzes Universum sich in Schwingung befindet, alles neue Fakten, die ich interessant und echte super spannend finde, ja. Gab es denn Tendenzen zu bestimmten Disziplinen? Also hat zum Beispiel, haben Physiker oder Naturwissenschaftler öfter was eingereicht als Geisteswissenschaftler? Und dann ist mir aufgefallen, es war ja viele auch englischsprachige Beiträge. Wie hat sich so da, wie war so das Verhältnis? Es gab viele englischsprachige, ja, und viele, die auch zweisprachig bzw. mit Untertiteln gearbeitet haben, aber doch das Gros der Einreichung war deutschsprachig, weil es ja auch vor allem hier im deutschsprachigen Raum geworden wurde. Zu den Disziplinen, ich habe jetzt nicht bei den 90 Videos keine jetzt strichliche Liste geführt, hat aber während der Einreichung schon durchaus den Eindruck, es kommen mehr aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und deshalb, wenn man sich jetzt mal die Finalisten und den Spezialpreis eben als gute Auswahl anschaut, dann bestätigt es das. Da sind nämlich mal nachgeguckt, 3 von den Videos behandeln Themen aus dem Bereich Physik, also Physik, Bauphysik und Atosekundenphysik, genau. 3 setzen sich mit Themen aus der Gesundheitsforschung, Biologie auseinander. Dazu gehört zum Beispiel dieses Kissing oder diese Pilze, ja, aus der Spülmaschine. Und 2 haben dann den medienwissenschaftlichen Hintergrund. Genau.
und eins eben aus der Geologie. Aber man sieht 2 von 10 medienwissenschaftlich, also Gesellschaft, geisteswissenschaftlich, der Rest aus der Naturwissenschaft. Ja. Mhm. Mal ganz allgemein, welche Erfahrungen haben Sie jetzt so gesammelt mit dem Wettbewerb und ja, was ist gut, was ist so weniger gut gelaufen? Ja, wir haben einmal erfahren müssen, dass wir unsere Kategorie kontrovers leider nicht so beibehalten konnten, wie wir es wollten. Die hat die Jury nämlich einfach mal aufgehoben, weil sie der Meinung war, es wurden nicht genügend Videos eingereicht in diese Kategorie, die Kontroversen ausreichend dargestellt hätten. Also das heißt nicht, dass wir diese Kategorie aufgeben wollen, aber es heißt halt in diesem Jahr, wir können keinen Preis vergeben, was wir halt schade finden und was ein bisschen zu dem Schluss führt, vielleicht ist es wirklich schwierig, Kontroversen im Video festzuhalten. Nur das machen, oder es trauen sich zu wenige Wissenschaftler daran. Der andere Punkt, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ich hätte wirklich gerne mehr erfahrene Forscher auch dabei bei den Einreichern, da sieht es dann doch noch verhalten aus, aber ja. Und was war noch? Sekunde. Ja, was ist. Genau, also ein Punkt, für den wir tatsächlich mehrfach kritisiert wurden, war, dass wir die Teilnahme auf eben Forscher, Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftskommunikatoren mit starkem Bezug zu Wissenschaft, auch institutionellen Bezug mitunter, ja, dass wir da so den Teilnehmerkreis eingeschränkt haben, was unseren Zielgruppen entspricht, das stimmt. Aber da war doch stark der Wunsch geäußert worden, das zu öffnen und ja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Was wirklich gut gelaufen ist, finde ich, ist, dass wir die Bandbreite, hatten wir eben schon drüber gesprochen, aufmachen konnten, dass wir wirklich zeigen konnten, was gibt es, also was für Typen von Wissenschaftsvideos gibt es derzeit, vor allem im deutschsprachigen Raum, was ist schon da, wo geht es hin, was kann man machen und was ich auch super fand, war die Jury. Also wir hatten eine sehr, sehr fruchtbare Jury-Sitzung, wo alle Juroren gut dabei waren, super inhaltlich diskutiert haben und sich auch untereinander, also einfach eine gute Stimmung für den Wettbewerb verbreitet haben, die würde ich gerne beibehalten, das ist echt toll. Ja. Wie war die Jury so besetzt? Also gab es da hauptsächlich Leute aus dem Webvideobereich oder hauptsächlich aus Professoren, Wissenschaftler? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben es ja schon angesprochen, ein guter Mix aus genau den genannten Personen. Also es war ein erfolgreicher YouTuber war dabei, Dr. Alwissen, wer ihn kennt. Es waren Wissenschaftskommunikatoren dabei, Vertreter des Stifterverbands und von Wissenschaftsdialog auch. Aber eben auch Professoren, mitunter spezialisiert auf den Kommunikationsbereich. Es waren Kommunikationsprofis dabei. Und auch Praktika aus der Film- und Videoproduktion. Mhm. Und klassische Medien, also Zeitung, also war auch dabei. Okay. Sie hatten gerade schon so ein paar Wünsche für die Zukunft geäußert. Wird es den Wettbewerb nochmal geben? Ja, Fast Forward Science wird es auch 2014 wieder geben. Wir starten dann die zweite Runde, werden wahrscheinlich ein paar Dinge ein bisschen anpassen, ein bisschen anders machen, weil wir lernen ja dazu. Dann könnte es gut sein übrigens, dass wir ein paar Bewertungskriterien mit aufnehmen. Das kam auch, war auch Anregung aus der Jury, zum Beispiel die filmische Qualität. Ja, das war ein großer Punkt. Das andere wäre Kontroversität, eben für diese Videos, die in die Kategorie eingereicht werden. Genau, und was so ein bisschen eben schon anklang, die wohl wichtigste Änderung wäre eine Öffnung des Teilnehmerkreises hinzu. Allen Interessierten, die gerne Videos zu wissenschaftlichen Themen produzieren möchten. Noch zum Schluss eine, Ihre persönliche Einschätzung. Was glauben Sie, ist das mit Webvideos zum Thema Wissenschaft? Wird es dann mehr geben? Wird es dann Boom geben? Wird man die mehr brauchen? Oder ist das jetzt schon irgendwie, wird es so vor sich hin plätschern? Ich hole mal meine Glaskugel. ich finde Webvideos super. Ich gucke mir auch gerne zu
wissenschaftlichen Themen an. Ich bin gespannt, wie sich sozusagen die Typen noch weiterentwickeln, gerade im deutschsprachigen Bereich. Bin großer Fan von so Typ Alleinunterhalter zu wissenschaftlichen Themen wie Veritasium oder Smarter Everyday. Das gibt es so im englischsprachigen Bereich, wo jemand in die Kamera spricht, den Zuschauer direkt adressiert und klasse Sachen, spannende Sachen aus der Wissenschaft berichtet. Und ich finde, das kommt im Moment im Webvideobereich deutschsprachig noch ein bisschen zu kurz. Mhm. Also da gibt es schon ein paar Ansätze, aber so die richtigen Typen oder Gesichter, die gibt es da noch nicht. Und da wird aber denken, da kommt was. Das ist so meine Einschätzung. Alle Videos, von denen wir heute gesprochen haben, findet man natürlich auch bei YouTube. Ich danke schon mal Katja Machil für das Gespräch. Wir sind natürlich gespannt, wohin die Reise mit den wissenschaftlichen Webvideos so geht. Freuen uns auf weitere Videos zu noch kürzeren Zeiteinheiten, den Tiefen des Weltalls, das Küssen oder einfach zum Schimmel im Kühlschrank. Danke.